Heute treffen wir uns hier zur 18. Verlegung von Stolpersteinen in Augsburg, also zur 18. Verlegungsrunde. 74 Steine sind schon verlegt und 13 haben wir noch nicht genehmigte liegen. Also heute kommen drei weitere dazu. Bevor ich viel mehr dazu sage, wie die Beteiligten sind, jetzt zunächst nur zum Ablauf. Jetzt wird erstmal von den Bauhofmitarbeitern hier das Loch gemacht. Das haben wir immer, das lassen wir nicht vorab machen, das ist auch Teil der Prozedur. Also ich sage immer, das ist der laute Teil. Und danach sage ich dann das Programm und die Personen an. Wir haben Schule da, wir haben Musik, wir haben Biografielesungen. Jetzt beginnen wir einfach mal im Bauhof. Danke. Wir haben heute und nicht zum ersten Mal die Geschichtsdetektive vom Maria-Ward-Gymnasium unter Leitung von Frau Johanna Linse. Ich hoffe, ich habe es richtig. An dieser Stelle lesen heute die Biografie Anna Lokarewitsch, Emilia Lenzen, Viktoria Pick und Sophia Kostic. Und dann haben wir noch eine musikalische Begleitung unter Leitung vom Musiklehrer Herrn Presterle, Antonia Schäffler Trompete und Daniel Augustin Gitarre. Haben wir also ein kleines Programm zusammengestellt, immer im Wechsel, Musik, Biografie lesen, Musik. Und hätte ich eigentlich vorher sagen sollen, wir verlegen an dieser Stelle den Stolperstein für Manfred Dax und seine Biografie wird jetzt verlesen. Aber wir beginnen mit Musik. Dax Manfred, geboren am 5. Mai 1940 in Augsburg, ermordet am 23.12.1943 in Kaufbeuren, Opfer der sogenannten Kindereuthanasie, letzter Wohnsitz in Augsburg, Leitershofer Straße 15. Manfred Dax ist der Sohn des ungarischen Staatsangehörigen und Webemeisters Johann Wolf und der Luftnachrichtenhelferin Dora Dax. Dora ist 4 Jahre jünger als Johann und bei Geburt von Manfred gerade erst 19 Jahre alt. Die Beziehung zwischen beiden ist nur eine Episode. Seit Weihnachten 1938 ist der 21-jährige Johann mit der Ungarin Elisabeth, geboren Lenpiel, verheiratet. Johann Wolf bekennt sich zur Vaterschaft des von der ledigen Theodora Agnes Dax außerehelich geborenen Kindes Manfred, als Manfred geboren wird, bald sein Vater wieder in Ungarn. Im Mai 1942 meldet er sich endgültig von Augsburg nach Ungarn ab. Bald nach der Geburt fällt der Mutter auf, dass ihr Sohn nicht auf seine Umwelt reagiert und sucht Mitte September 40 den Kinderarzt auf. Dort wird sie vertröstet. Kurz vor der Vollendung des ersten Lebensjahres treten bei dem Kind regelmäßig Krämpfe auf, die sich in kurzen Abständen wiederholen. Die Ärzte wissen lange keinen Rat. Erst im Oktober 1943 diagnostiziert Dr. Brückner beim 3,5-jährigen Manfred einen angeborenen Gehirnschaden und zerebrale Krämpfe. Eine Besserung sei nicht zu erwarten. Einweisung in Kaufbeuren. Mitte November 1943 wird das Kind in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren eingewiesen. Seine Mutter Dora schildert Anfang Dezember dem Anstaltsleiter Dr. Valentin Waldhauser das Verhalten ihres Kindes wie folgt.
auffällig an dem Kind war, dass es nie auf vorgehaltene Gegenstände unter Unterhaltung reagierte. Einen Tag nach dem Impfen traten Krämpfe auf, die sich oft 10, 15 Male wiederholten. Das Kind schrie, furchtbar, wurde ganz weiß und der Körper war zusammengekrampft. Diese Krämpfe dauerten bis heute an. Voriges Jahr war das Kind zweimal in der Kinderklinik in Oberhausen. Das erste Mal hieß es, der Kleine sei überernährt. Herr Professor Auenhammer sagte mir, das Kind hätte einen Schädeldruck. Das zweite Mal überwies Herr Dr. Brückner nochmal das Kind in die Klinik zur Beobachtung. Das Kind blieb aber immer gleich. Die Anfälle kamen genau wieder so wie zuvor. Der Kleine hat oft den ganzen Tag vor sich hin geweint. Man merkte direkt, dass dem armen Kind was wehtut. Erkannt hat es niemand. Es blieb teilnahmslos. Brief Dr. Falthauser an Dora Dax. Knapp 5 Wochen nach seiner Einlieferung, 19 Tage nach dem Brief der Mutter, teilt Dr. Falthauser ihr kurz vor Weihnachten mit. Sehr geehrte Frau Dax, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der körperliche Zustand Ihres Kindes Manfred in letzter Zeit sehr stark zurückgegangen ist. Der Junge ist sehr blass. Der Naseneingang ist entzündet. Es zeigt sich starke, eitrige Nasensekretion. Seit einigen Tagen bestehen auch Durchfälle mit leichten Temperatursteigerungen. Der Zustand ist nicht unbedenklich. Dr. Falthauser, Direktor. Noch am gleichen Tag findet sich im Patientenbeobachtungsbogen der Eintrag 22.12.43, heute Morgen, 1.45 Uhr, Exitus. Als Todesursache wird Meningoenzephalitis partialis lobi sinistri, eine Entzündung der linken Gehirnhälfte und der Hirnhäute, festgehalten. Besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem können an schwerer Meningoenzephalitis erkranken. Zur gezielten Tötung von Kindern. Seit dem 18. August 1939 besteht eine Meldepflicht für missgestaltete Neugeborene. Demnach sollen Hebammen und leitende Ärzte der Entbindungsstationen und Kinderkrankenhäuser behinderte Neugeborene und Kinder bis zum unvollendeten 3. Lebensjahr mit der Diagnose Idiotie, Mongolismus, Mikrozephalie, Hydrozephalus, Missbildungen jeder Art, besonders von Gliedmaßen, schwere Spaltbildungen des Kopfes und der Wirbelsäule und so weiter erfassen und für die zuständigen Gesundheitsämter melden. Für ihre Mühewaltung erhielten die Hebammen eine Entschädigung von 2 Reichsmark je Anzeige. Die Amtsärzte schicken die Meldebögen an die Kanzlei des Führers, die diese wiederum an den Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden in Berlin weiterleiteten. Von ca. 100.000 eingegangenen Meldebögen werden ca. 80.000 von den medizinischen Laien in Berlin aussortiert. Die restlichen 20.000 dem Reichsausschuss vorgelegt. Entschieden die 3 Gutachter des Reichsausschusses, die Professoren Werner Kartl, Hans Heinze und Ernst Wenzler, auf Behandlung bzw. Beobachtung des Kindes, hatte der Amtsarzt vor Ort für die Einweisung des Kindes in einer der etwa 37 Kinderfachabteilungen in den Heil- und Pflegeanstalten, Kinderkrankenhäuser und Universitätskliniken zu sorgen. Den Eltern wurde vorgekaukelt, ihre Kinder würden eine besondere Betreuung und Behandlung in speziell eingerichteten Fachabteilungen erhalten. Noch in der ersten Hälfte des Jahres 1941 wurde das Lebensalter der betroffenen Kinder auf 16 Jahre heraufgesetzt und der Kreis der Betroffenen auf alle sogenannten Psychopathen und schwer erziehbare Fürsorgezöglinge ausgeweitet. Festzuhalten ist, das Urteil über Leben oder Tod des Kindes wurde anhand des Meldebogens getroffen, ohne Einsichtnahme in die jeweilige Krankenakte. Ermordung der Kinder. Die Tötung der Kinder erfolgte durch überdosierte Barbiturat, Gaben wie Luminal, Veronal, Trional oder Morphium, die unter das Essen der Patienten gemischt oder als angebliches Antityphusmittel gespritzt wurden.
Atemlähmungen, Kreislauf- und Nierenversagen oder Lungenentzündungen waren die Folge. Den Eltern konnte auf diese Weise eine scheinbar natürliche, unmittelbare Todesursache bestätigt werden. Zwischen 5.000 bis 10.000 Kinder fielen zwischen 1939 und 1945 im Deutschen Reich in diesem geheimen Mordprogramm zum Opfer. In Bayern wurden nachweislich 694 Kinder ermordet. Die Gehirne der toten Kinder landeten in der Deutschen Forschungsanstalt DFA für Psychiatrie in München oder im Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch. Rolle Dr. Faldhausers bei der Kindereuthanasie. Wenn Kinder in Kaufbeuren zur Beobachtung in die Kinderfachabteilung eingewiesen wurden, war Dr. Valentin Faldhauser der zuständige Arzt. Entweder führte er selbst die tödliche Injektion aus oder erteilte den Todesbefehl an die zuständigen Pfleger oder Krankenschwester, in den meisten Fällen an Mina Wörle. Dr. Faldhauser war für die Tötung von mindestens 210 Kindern verantwortlich. Die Kinder erhielten Luminal in Tablettenform oder dem Essen beigemischt, fielen in Bewusstlosigkeit und verstarben nach 2 bis 5 Tagen. Manchmal wurde auch Morphium Scopolamin gespritzt. Faldhauser war davon überzeugt, die Kinder von ihrem Leiden zu erlösen, indem er sie der sogenannten Euthanasie zuführte. Er begründete im Gerichtsprozess in Augsburg nach dem Krieg sein Vorgehen unter anderem mit seinen persönlichen Erfahrungen. Er habe 2 behinderte Enkel gehabt und gewünscht, dass das Leben dieser Kinder bald zu Ende geht, weil ich unter deren Leiden selbst schwer gelitten habe. Behinderte Kinder als Opfer von Medizinversuchen. Ab November 1942 infizierte Georg Hensel, Oberarzt der Allgäu Kinderheilstätte Mittelberg-Eu, einzelne Kinder in Kaufbeuren-Irsee mit lebenden Krankheitserregern im Rahmen seiner Versuche mit Tuberkulosenimpfstoff. Die Impflinge, sogenannte Reichsausschusskinder, wie Hensel sie nannte, starben qualvoll. In den Krankenblättern finden sich immer wieder Eintragungen wie nutzlose Existenz und andere herabwürdigende Begriffe. In seiner 1940 verfassten Habilitationsschrift formulierte Hensel, dass für die Vaktion vorläufig nur Säuglinge in Frage kommen, die schwere körperliche und geistige Missbildung aufweisen und deren Lebenserhaltungen für die Nation keinen Vorteil bedeuten. Hensel wird nach 1945 Chefarzt des Schutzengelheims in Lautrach. Einsendung des Gehirns zu Forschungszwecken. Das Gehirn von Manfred Dax wurde an die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München versandt, die am 7. März einen Untersuchungsbericht an Dr. Faldhauser zurückschickte. Vermutlich wurden die sterblichen Überreste von Manfred Dax in Kaufbeuren eingeäschert und bestattet. Wir wollen mit einem Stolperstein und der Biografie an Manfred Dax erinnern. Ja, dann kommen wir zum Ende von dieser Verlegung an dieser Stelle heute. Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen, mit zur nächsten Verlegestelle zu gehen. Und zwar ist die am Jakobsplatz 2, früher hieß es Jakobusstraße 32, das ist die Ecke zur Jakobusstraße. Dort wird ein Stein verlegt für Emil Häuselmeier. Und wir werden heute weiterhin und den ganzen Tag von den Schülerinnen und Schülern begleitet. Danke.
So, guten Tag zusammen. Wir haben ja heute drei Verlegungen. Das ist die 18. Verlegungsrunde in Augsburg. Und jetzt sind wir an der zweiten Stelle und verlegen einen Stolperstein für Emil Häuselmeier. An dieser Stelle sind auch etliche Angehörige gekommen. Darf ich Sie begrüßen? Ich weiß jetzt nicht, wie viele, es waren viele. Das ist so eine Gruppe. Und ja, auch hier, wie am ganzen Tag heute, werden wir wieder begleitet, beziehungsweise man kann sagen, die machen eigentlich das Programm, von Schülerinnen und Schülern des Maria-Watt-Gymnasiums. Da sind einmal die Geschichtsdetektive, die sich um die Biografie kümmern, unter der Leitung von Johanna Linse und Frau Noppen-Eckert. Und dann gibt es Musik mit dem Musiklehrer, unter der Leitung vom Musiklehrer Herrn Brestele, Antonia Schäfer an der Trompete und Daniel Augustin an der Gitarre. Das heißt, wir beginnen jetzt mit Daniel, glaube ich, gell? Daniel beginnt, spielt uns ein Stück und die machen das dann immer im Wechsel. Ein bisschen Biografie, ein bisschen Musik und später wird dann parallel der Stolperstein verlegt. Dann können wir anfangen. Häuselmeier, geboren 17.02.1898 in Brennberg bei Regensburg, ermordet in Dachau am 8.05.1940, letzter frei gewählter Wohnsitz, Jakoberstraße 32. Emil Häuselmeier stammt aus der Oberpfalz. Er ist in Brennburg, unweit von Regensburg, geboren. Seine Eltern sind der Tapeziermeister Franz Josef und Angelika Häuselmeier, geborene Nagel. Nach den Angaben Emils war sein Vater ein liebevoller, verträglicher, fleißiger und gläubiger Mensch. Seine Mutter war religiös und energisch und führte mit ihrem Mann eine gute Ehe, neigte aber wie ihr Mann zu übermäßigen Alkoholgenuss. Kurz nach Emils Geburt zieht die Familie nach Augsburg. Emil besucht die Wittelsbacher Schule. Er erkrankt an Gehirnhautentzündung und muss die 6. Klasse wiederholen. Häufig leidet er unter hohem Fieber und Kopfschmerzen. Den Lehrer fordert er auf, ihn mit dem Rohrstock zu bestrafen. Offensichtlich ist er strengste Erziehung im Elternhaus gewohnt. Ab dem 14. Lebensjahr geht Emil beim Vater in die Lehre. Nach dessen Tod führt er bei der Tapezierfirma Schott seine Lehrlingsausbildung fort, beendet sie aber nicht, denn im Oktober 1904 wird gegen den 15-jährigen Buben ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Er muss 14 Tage ins Jugendgefängnis. Ein Jahr später kommt es zu einem weiteren Verfahren gegen ihn wegen Diebstahls. Der Tod seines Vaters schien völlig aus der Bahn geworfen zu haben. Es fehlt an Führung und Anleitung. Ab Mitte Mai 1906 verbüßte er als 17-Jähriger eine einjährige Gefängnisstrafe in Niederschönefeld bei Rheinlech. Im Arbeitshaus Kieslau bei Bruchsal ist er bis zum 2. November 1908 zwangsweise untergebracht. Seine Einweisung dort erfolgt nach einer Gefängnisstrafe. In den folgenden Jahren wird er wegen Diebstahls zu Gefängnisstrafen in St. Gallen, in der Steinmark, Altötting und Saarbrücken verurteilt. Er ist noch keine 20 Jahre alt. Immer wieder versucht er, ein normales Leben zu führen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren. Verzweifelt sucht er auf Wanderschaft Arbeit zu finden. Er ist in Deutschland, Jugoslawien, Ungarn, Italien und Frankreich unterwegs. 1911 kommt Emil wegen uns nicht bekannten Vergehens in das Landesarbeiterhaus Pfalzburg-Lothingen. Die Behörden entlassen ihn frühzeitig nach Saargemünd, damit Emil seiner Wehrpflicht nachkommen kann. Dann wird er am 4. August 1914 zum Kriegsdienst eingezogen. Wegen seiner Tapferkeit wird er mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet. An der Front trägt er eine schwere Verwundung davon. Im November 1917 verlässt er unerlaubt die Truppe. Das Kriegsgericht verurteilt ihn wegen Fahnenflucht zu 2,5 Jahren Festungshaft.
Wir konnten nur vermuten, dass ihm der Krieg insbesondere nach seiner Verwundung sinnlos erschien und er dagegen rebelliert hat. Emil verbüßt die Strafe auf der Weste, Oberhaus bei Passau, das gefürchtete Bastille Bayerns galt und als Militärstrafanstalt genutzt wurde. Am 12. November 1918, kurz nach Beginn der deutschen Novemberrevolution, wird Emil Häuselmeier aus der Haft entlassen. Sogleich begibt er sich auf Arbeitssuche, gerät aber im Februar 1920 erneut mit dem Gesetz in Konflikt und muss die Strafe im Gefängnis laufen absitzen. In den Folgejahren gerät er immer wieder in den Fokus der Polizei wegen Bettelns. Die erheblichen Lücken in seiner Biografie konnten wir nicht füllen. Leider sind wir, was oft nicht genug betont werden kann, ganz und gar auf die Perspektive der Staatsmacht angewiesen. Wir kennen nicht seine Perspektive, Ziele, Wünsche und Sehnsüchte nicht. Emil fehlt eine Bezugsperson, die ihm Halt gab. Seine Mutter ist nach dem Tod ihres Mannes nach Landau verzogen. Emil taucht im November 1933 wieder in Augsburg auf und wohnt in der Brentanestraße 20, begibt sich aber wenige Tage später wieder auf Wanderschaft. Ab Februar 1934 soll Emil für 3 Jahre, 5 Monate in der Gefängnisanstalt Bernau wegen Sachhehlerei und Meuterei einsitzen. Im Nationalsozialismus gelten mehrfach vorbestrafte Kriminelle als Schädlinge, die aus der Volksgemeinschaft auszuschließen sind. Emil hat mehrfach gegen Normen und Gesetze verstoßen. Bei den Nazis gilt er als Berufs- und Gewohnheitsverbrecher. Der Gefängnispfarrer in Augsburg charakterisiert Emil wie folgt: offen, heiter, leichtsinnig, zukunftsbesorgt, gesellig, einsichtig, schwindlerisch, infantil, genusssüchtig, willensschwach. Die staatliche Kriminalpolizeileitstelle Augsburg holt von der Kriminalbiologischen Sammelstelle München ein Gutachten über ihn ein. Im Gutachten heißt es: Häuselmeier ist der Typ einer der schwankenden Gestalten der Landstraße. In seiner inneren Verlogenheit erscheint er als ein unverbesserlicher Volksschädling. Die Kriminalbiologische Sammelstelle erstellt in aller Regel solch negative Einschätzungen, um den Erwartungen der Nazis zu entsprechen. Demnach soll Emil Häuselmeier nach der Verbüßung der Gefängnisstrafe in polizeiliche Sicherungsverwahrung gebracht werden. Die Nationalsozialisten gehen gegen Kriminelle, Obdachlose, Wanderarbeiter, Alkoholiker und Bettler von Anfang an erbarmungslos vor. Sie gelten als sogenannte Asoziale bzw. Gewohnheitsverbrecher, gegen welche sie ab November 1933 Maßnahmen der Sicherung und Besserung ins deutsche Strafrecht einführen. Nach 2 Monaten schlimmster Zwangsarbeit dort kommt er am 5. März 1940 ins KZ Dachau. 2 Monate später ist er tot. Der Totenschein für Häftling Nummer 36.644 ist auf den 8. Mai 1940 ausgestellt. Zur Todesursache heißt es lapidar Herz- und Kreislaufschwäche, wie bei fast allen ermordeten Häftlingen des KZ Dachau. Durch Folter, Ausbeutung, Erniedrigung, Entkräftung und erbärmliche Lebensumstände verstirbt Emil im Alter von 51 Jahren. Emil war 1,68 Zentimeter groß und wog 67 Kilogramm.
Emil war kein leicht zu erziehender Jugendlicher. Sein Vater verstirbt früh. Wahrscheinlich war er durch seine Gehirnhautentzündung gesundheitlich und geistig angeschlagen. In der Adoleszenz gerät er auf die schiefe Bahn und wird wiederholt in Arbeitshäuser eingewiesen. In Ermangelung eines gelernten Berufes versucht er, auf Wanderschaft Arbeit zu finden. Wegen meist trivialer Delikte wird er 56 Mal wegen Bettes und Landstreicherei festgenommen oder sitzt wegen Diebstahls in Gefängnissen ein. Die rigiden Ordnungsprinzipien im Nationalsozialismus ermöglichen ihm keine Rehabilitation. Die Strafen verschärfen sich von Mal zu Mal. Die letzte Einlieferung ins KZ Dachau bedeutete sein Todesurteil. Wir wollen mit der Biografie und einem Stolperstein an Emil Heusenmeier erinnern. So, liebe Gäste, liebe Angehörige, die Stolpersteinverlegung von Emil Heusenmeier ist damit getan. Und jetzt zum Schluss gibt es noch Musik. Und dann bewegen wir uns, also alle, die gern wollen, zur nächsten Verlegestelle. Und zwar für Georg Kantmann. Im Meister Veitskästchen, das ist da hinten, nicht weit. Nummer 17, die gibt's nicht. Also, aber das ist ungefähr gegenüber, glaube ich, von der Nummer 16. Das findet man dann schon, da sieht man dann schon auch im Bauhof stehen. Ja, danke nochmal an alle und schön, dass Sie es möglich gemacht haben, dass Sie kommen. Das freut uns. Wir können bloß alle hoffen, dass solche Regime nie mehr was zu sagen haben. Ja, vielen Dank für die schöne musikalische Einleitung. Wir sind jetzt an der letzten Verlegestelle für heute. Der heutige Termin ist die 18. Stolpersteinverlegung in Augsburg. 74 Steine hatten wir schon, also heute sind zwei dazugekommen. Jetzt ist der 77. Wir verlegen hier den Stolperstein für Georg Kantmann. Ich sage mal kurz was zu diesem Ort. Hier sieht man kein Haus und hier kann man sich auch nicht vorstellen, dass eins war. Und da kommen ständig Fragen.
Wir haben uns damals auch gewundert, die Hausnummer 17 gibt es natürlich nicht, weil das ist die ungerade Seite und das ist die Fuckerei. Und wir dachten, das kann ja gar nicht sein, Jahrhunderte alte Mauer und wo soll da jemand gewohnt haben, ja? Und bei der Recherche kam dann raus über das Geodatenamt, dass hier die Fuckerei-Mauer eigentlich gar nicht stand früher, dass die im Krieg zerstört wurde und dann an anderer Stelle wieder aufgebaut wurde, sprich näher zur Straße hin. Also die Mauer war früher ein paar Meter weiter hinten und hier standen Häuser. Also das ist auch etwa eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Deshalb ist da der Ort von der ehemaligen Hausnummer 17. Also ein Haus außerhalb von der Fuggerei. Jetzt wäre es innerhalb der gleiche Ort. Ja, nach wie vor und immer wieder begleiten uns die Geschichtsdetektive des Maria-Watt-Gymnasiums unter der Leitung von Johanna Linse und Frau Noppen-Eckert. Die machen das schon lang und einige kennen sie schon. Da sage ich nochmal herzlichen Dank. Und auch die Musik kommt vom Maria-Watt-Gymnasium mit dem Musiklehrer Herrn Bresterle. Spielen heute Daniel Augustin Gitarre und Antonia Schäffler Trompete. Jetzt werden wir abwechselnd Biografie und Musikstücke hören. Danke. Georg Kantmann, geboren am 22.11.1897, römisch-katholisch ermordet in Hartheim am 6. Mai 1942. Opfer der Aktion 14F13, letzter Wohnsitz Meisterfeitsgästchen 17. Georg Johann Kantmann ist am 22. November 1897 in Augsburg geboren. Seine Eltern sind der evangelische Fabrikarbeiter Johann Evangelist aus Holzheim, Bezirksamt Dillingen, und seine Ehefrau Magdalene Margarete Kantmann, geboren Waller aus Augsburg. Sein Vater arbeitete seit September 1893 in der Augsburger Kartonfabrik zu einem Wochenlohn von 12 Reichsmark. Und erhält im gleichen Jahr das hiesige Heimatrecht. Familie und berufliche Laufbahn. Bis zum 19. Lebensjahr wohnt er bei seinen Eltern in der Peutinger Straße 120 und später im Meisterfeitsgässchen 17 in Augsburg. Johann hat drei Schwestern, Sophie Margarete, geboren 1894, und die Zwillingsschwestern Babette und Wilhelmine, geboren am 11. November 1895. Von Beruf ist Georg Kraftwagenführer. Manchmal arbeitet er als Laufbursche bzw. Postkutscher. Während des Ersten Weltkrieges arbeitet er im Reservelazarett München als Krankenwärter und verbleibt dort über das Kriegsende hinaus. Wir verfügen über wenige Informationen, wie sich Georg Johann zwischen 1919 und 1936 durchs Leben schlägt. Er ist überwiegend in Augsburg gemeldet. 1925 scheint er als Laufbursche beim Hotel Drei Mohren beschäftigt gewesen zu sein. Zwischendurch ist er am Ganzbühl 21 und am Vorderen Lech 8 gemeldet. Am 22. August 1936 meldet er sich vom Wohnsitz der Eltern ab, kehrt aber nach 4 Monaten wiederum dorthin zurück. Haftstrafen. Laut Meldekarte befindet sich Johann ab Ende November 38 in Untersuchungshaft im Strafgefängnis Landsberg am Lech. Ab dem Februar 39 sitzt er dort als verurteilter Strafgefangener für 2 Jahre und 3 Monate ein. Im Anschluss an die Haft erteilt die Staatsanwaltschaft Augsburg Georg Kantmann 5 Jahre Ehrverlust, beginnend mit dem Ende der Haft am 27. Mai 1941. Wir kennen die Gründe hierfür nicht. Jedenfalls ist er nach den rigiden Ordnungsprinzipien des NS-Staates straffällig geworden. Am 8. August 1941 kommt Georg Kantmann mit der Haftkategorie polizeiliche Sicherheitsverwahrung ins KZ Dachau. Er hat die Haftnummer 26.880. Vorbeugende Sicherheitsverwahrung.
Gemäß dem am 14.12.1933 erlassenen Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung konnten rückfällige Straftäter, das heißt zweimal rechtskräftig verurteilte Personen, bei einer dritten Straftat in Sicherheitsverwahrung genommen werden, sofern der Delinquent als Gewohnheitsverbrecher taxiert wurde und dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit notwendig erschien. Damit konnten die Strafen von rückfälligen Straftätern über Gebühr verlängert werden. Ab 1941 war sogar die Verhängung der Todesstrafe möglich. Der gefährlichste Gewohnheitsverbrecher, § 20a des Strafgesetzbuchs, und der Sittlichkeitsverbrecher, die § 176 bis 178 des Strafgesetzbuchs, verfallen der Todesstrafe, wenn der Schutz der Volksgemeinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erfordert. Georg verbleibt keine 10 Monate im KZ Dachau. In einem sogenannten Invalidentransport kommt Georg Kantmann am 6. Mai 1942 zusammen mit 59 weiteren Häftlingen der Buchstaben G bis K in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz. Die alphabetische Selektion alleine zeigt den menschenverachtenden Charakter dieses Terrorsystems. Nach Einstellung der Krankenmorde im August 1941 werden im Rahmen der Aktion 14F13 nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge zu ihrer Mordung nach Hartheim bei Linz gebracht und meist am gleichen Tag durch Gas ermordet. Transporte der Aktion 14F13 von Dachau nach Hartheim. Vom 3. bis zum 7. September 1941 begutachteten Professor Hermann Nitsche, Professor Werner Heide, Dr. Theodor Steinmeier, Dr. Rudolf Lohnauer und andere rund 2000 Häftlinge im KZ Dachau. Für kranke und invalide Häftlinge gab es in Dachau ein eigenes Invalidenlager. Im Verlauf der Sonderbehandlung 14F13 wurden Häftlinge auch unabhängig von der T4-Gutachtergruppe selektiert. Kranke und arbeitsunfähige Gefangene wurden direkt aus den Revieren und Blocks zusammengeholt und in ein Ärztezimmer geführt. Die Häftlinge wurden aber nicht untersucht, sondern die Selektion wurde rein nach ihrem Aussehen vorgenommen. Im Januar 1942 erfolgte der erste Invalidentransport nach Hartheim. Georg Kantmann wird am 6. Mai 1942 mit der zweiten Welle auf einem der 6 Transporte nach Hartheim verbracht. Die Häftlinge mussten sich im Häftlingsbad ausziehen, ihre Krücken, Prothesen, Brillen und Kleider ablegen und wurden mit alter Kleidung ausgestattet. Anschließend wurden diese Häftlinge auf LKWs verladen und abtransportiert. Die ersten 5 Wellen von Januar bis März 1942 umfasste 15 Transporte mit 1.452 Häftlingen, die zweite von Mai bis Juni 1942 6 Transporte mit 561 Häftlingen, die dritte August 1942 2 Transporte mit 181 Häftlingen, die vierte im Oktober 1942 3 Transporte mit 330 Häftlingen, die fünfte im November und Dezember 1942, 6 Transporte mit 69 Häftlingen. Die Behörden teilten seine Schwestern Sophie Margarete und Babette mit, die Eltern sind inzwischen nicht mehr am Leben, dass Georg am 29. Juni 1942 in Dachau verstorben sei. Als Todesursachen werden in der Todesurkunde Versagen von Herz und Kreislauf angegeben. Todesursache, Todesdatum und Todesort sind fingiert, um den Mord an den Häftlingen zu vertuschen. Wir wollen an Georg Kantmann mit einer Opferbiografie und einem Stolperstein erinnern.